Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute stelle ich mal zwei Sachen in einem Video vor. Hier haben wir etwas mit einem Schwein und hier haben wir etwas mit Slimes. Fangen wir mit dem weniger interessanten an, das da drüben. Könnte ganz interessant werden. Also, wir brauchen mal kurz einen Slime. So. Diesen Slime hier kann man jetzt schlagen. Da passiert erstmal nichts. Doch das hier ist ein verwunschener Slime. Und zwar, wenn man ihn nämlich mit einer Holzschaufel schlägt, dann teilt er sich nicht in kleinere auf, sondern er wird größer. Und immer größer. Bis er irgendwann die große 15 hat. Wenn man ihn jedoch mit einer Diamantschaufel schlägt, dann passiert etwas ganz anderes. Und das sollte man besser nicht tun. Denn dann kriegt man einen gigantischen Slime. Wenn man ein paar zu viele von denen hat, dann könnte Minecraft abstürzen. Oh. Oh, noch einer. Wo kommen die denn jetzt alle her? Wir müssen die mal ganz schnell loswerden. So, auch die ganzen kleinen Slimes. Und weg damit. Und das Ganze funktioniert so. Hier haben wir einmal einen Kommandoblock, der für einen Spieler testet, der einen Score von 1 hat, bei dem Scoreboard Slime. Schauen wir mal hier nach. Hier ist der Score Slime und der ist vom Typ Stat.useItem Minecraft Wooden Shovel. Das heißt, wenn man diese Holzschaufel hier benutzt, zum Beispiel um den Slime zu schlagen, dann werden hier die ganzen Kommandoblöcke ausgelöst. Hier haben wir einmal die Kommandoblöcke, die die Scoreboards hier enthalten und erstmal von allen Slimes den Score auf 0 setzen. So, und hier drüben haben wir jetzt einen, der setzt für alle Slimes von der Größe 1 den Score von Slime auf 2. Und immer so weiter, bis hier drüben die Slimes von der Größe 14 auf den Score 15. Und hier drüben haben wir die Kommandoblöcke, die die Entity-Datas ändern. Das heißt, von allen Slimes, hier zum Beispiel mit dem Score 2, und genau dem Score 2, der ändert die Größe von den Slimes auf 2, bis hier rüber zu 15. Und das Ganze mit der Diamantschaufel funktioniert genauso. Hier ist der Score Slime Big. Und dieser ist vom Typ Stat.useItem Minecraft Diamond Shovel. Und wenn man dann diese Schaufel benutzt, dann wird einmal hier der Score auf 50 gesetzt von dem Slime. Oh, was war das? Oh. Und hier wird dann die Entity Data auf die Größe 50 gesetzt. Wenn man das Ganze mal von Hand macht, also Entity Data, nehmen wir mal nicht mich, sondern die Spinne da drüben. Was können wir an der ändern? Zum Beispiel den Namen. Wie sollen wir sie nennen? Spider-Man. Weiß ich nicht, mir fällt nichts anderes ein. So, jetzt heißt diese Spinne Spider-Man. Und wir kriegen hier, weil wir den Befehl ausführen, einmal, wie die Entity-Datas geändert wurden. Und zwar nicht nur die, die wir geändert haben, sondern alle Entity-Datas, die diese Spinne hier hat. Also die ganzen Drop-Chancen, die Geschwindigkeit, die sie hat. Hier ist der Name, den wir ihr gegeben haben. Ihre Gesundheit. Wenn wir sie nämlich jetzt schlagen, gerade stand da noch 16. Jetzt schauen wir nochmal. Jetzt wurde sie nicht umbenannt, weil sie ja schon Spider-Man heißt. Jetzt müsste hier theoretisch auch, ja, hier ist die Gesundheit auf 12. Hier, das bedeutet zum Beispiel, dass sie gerade nicht brennt. So, das war's davon und jetzt geht's weiter zum zweiten. Denn wenn wir hier in diesem Gebäude ein Schwein spawnen, dann läuft es plötzlich an der Decke. Es ist ein Spiderschwein. Und wenn das jetzt den Raum verlässt, dann läuft es wieder auf den Boden.
und wenn es wieder den Raum betritt, dann läuft es wieder an der Decke, solange die Decke hier da ist. Und dann zeige ich nochmal schnell, wie dieses Spiderschwein hier funktioniert. Dieser Kommandoblock hier. Also das Schwein, das nicht Grumm heißt, also nicht eins, das auf dem Kopf steht, erkennt über sich einen Minecraft Quarzblock vom Typ 0, also einen normalen. Und nur dann führt er den Befehl hier aus, einen Silberfisch erstellen, der reitet auf einem Schwein, das Grumm heißt, unsichtbar ist und hier die Drop-Chancen verändert hat. Hier, das sorgt zum Beispiel dafür, dass dieses Schwein auch Fäden droppt, wenn man es tötet. Dieses Schwein reitet dann auf einem Slime, der ist unsichtbar, hat die Größe 2, heißt auch krumm. Und dann hier weiter hinten haben wir dann nochmal die Spinne unten. Die ist auch unsichtbar, nur ihre Augen leuchten noch. So, und dieser Silberfisch ist auch noch leise. Das heißt, man hört es nicht, wenn der irgendwie Geräusche machen würde. So, dieser Kommandoblock sorgt eigentlich dafür, dann, dass das Schwein zu einem Spiderschwein wird, während es sich hier befindet. Hier drüben ist dann der andere Kommandoblock. Wenn hier nämlich dann ein Schwein ist, das auf dem Kopf steht, also Grumm heißt, erkennt über sich einen Quarzblock vom Typ 1, also einen gechiselten, und teleportiert alle Entities vom Namen Grumm runter in die Leere und erstellt dann wieder ein normales Schwein. Diese Bewegungen hier, die sind dafür da, damit das erstellte Schwein nicht noch in den anderen Entities, die hier gerade noch sind in dem Tick, nicht auch noch da drin ist und dann weggeschleudert wird. Das sieht dann etwas komisch aus. Hier wird dann noch der Silberfisch entfernt und die anderen Slimes. Und das war's auch schon. Das sind jetzt beides nicht besonders nützliche Sachen, aber ganz lustig. Ja, Minecraft-Technik darf auch mal lustig sein. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, etwas Lustiges zu machen. Also, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was man alles so mit den ganzen NBT-Daten machen kann, die Möglichkeiten sind ja wirklich unendlich, dann schreibt's in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und tschüss!